Hi, ich bin Exocron, willkommen auf meinem Kanal und zu Hogwarts Legacy Episode 53. So lange sind wir schon dabei und ich weiß, ein paar Leute haben wirklich vieles geguckt. Eins, zwei, sogar alle Folgen. Respekt. Und nicht nur ich. Wir sind jetzt am Endspurt. Eigentlich haben wir noch die ZAGs vor uns, also die Abschlussprüfung von Hogwarts. Und ich würde sagen, wir arbeiten uns hier durch die ganzen Quests in den Dörfern, durch die Schatzgewölbe, Merlins Prüfungen. Aber um das Ganze abzukürzen, weil ich bin mir nicht sicher, inwieweit ihr das sehen wollt, würde ich jetzt mal behaupten, wir machen heute die zwei Lager. Dann gucken wir mal, was das hier ist, weil da ist noch nichts. Wir holen uns auf jeden Fall die Flohflamme, die Merlins Prüfung. Also der Plan wäre dieses Stück hier. Was uns da erwartet, also zusammen auch hier mit den Ausgegrauten, weil komischerweise ist das nicht aufgedeckt, was ja komisch ist. Also bis hierhin, also hier, seht ihr das? Bis hierhin, das alles, was dahinter ist, das haben wir schon alles fertig. Das ist alles fertig. Wir haben auch hier oben, das sollte auch im großen und Teil fertig sein. Das heißt, wir schließen uns, da ist ein Drache, cool. Wir schließen uns immer weiter mehr hier von, also das ist das neue Gebiet, was auf einmal dann aufgegangen war. Hier ist die Grenze, die Berggrenze. Ja, dann ohne weiter zu labern, einfach erstmal, das sind ja alle Sekundensachen hier. Es gibt ja keinen Gegner mehr im Spiel, der irgendetwas entgegenzusetzen hat. Also ich muss dafür nicht mal irgendwie die unaussprechbaren Flüche oder sonst irgendwas benutzen. Das ist. Ich werde dich ruhen. Kotfinko! Ich meine, ich nutze den eigentlich, den Todesfluch. Bei Trollen. Es geht dann einfach schneller. Dann One Hit. Ruhe, Stufe 3, Platzwunde. Ist immer wieder eine Stickerei. War da noch was? Wieso sollte man das ziehen wollen? Rebellion. Kann man das irgendwie schieben? Man kann den Wagen schieben. Wahrscheinlich auch schieben. Ja. Cool. Leider kein Gameplay-Element. Das letzte Mal, wo ich solche Wagen, Kohlewagen und sowas verschieben konnte und das ein Gameplay-Element war, war Evil West. Genau. Auch ein sehr cooles Spiel. Nicht jedermanns Geschmack. Da. Okay, hier ist ein Schatzgewölbe. Machen wir das direkt mit. Was würde ich für eine Habt ihr das gesehen? Also ich hatte in dem Moment nichts gemacht und der ist einfach in der Luft geschwebt und dann leider von uns gegangen. Sieht interessant aus. Und oh, ich wette, wir müssen gleich irgendwann wieder an einen Händler, weil das Inventar wieder voll sein wird. Und vor allem haben wir eine jede Menge Sachen im Raum der Wünsche erstmal nachzuschauen, was die überhaupt sind. So, wir haben hier ein Ballon-Ding. Ja, machen wir das direkt mit. Die Ballon-Herausforderung. Ich hab an der Wand entlang. Ein Schloss. Das muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Ja, das war's bestimmt. So, was sind hier? Super. Ein grüner Fupa. Warte, den müssen wir uns fangen. Ein grüner Fupa. Also ich habe schon den lilanen, rosanen,
violetten und den grünlichen, vor allem in dem Testral Tierwesenraum ist, also in diesem dunklen, ist er mega cool, weil die wirklich so leuchten, also leuchtende Eulen. So. Warte. Besser gefangen. Jetzt hatte ich es ganz übersehen, war es ein Männchen, Weibchen? Ich tu dir nichts. Aber wir könnten auch noch die anderen einfangen. Ach hier. Leviosa. Das ist natürlich doof. Das wird so schön sein. Ach hier. Leviosa. Defendo. Leviosa. Ja, niedlich aus, als ob sie schlafen würde. Okay, dich haben wir auch. Das glaubt Professor Howe nie. Wir brauchen immer noch ein männliches Mondkalb. Komm mal her. Sehr gut geklappt. Jetzt ist alles gut. 3 Stück. Ich glaube, im Tiergehege sind 3. Dann haben wir 6. Passt. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier rum. Weil hier haben wir schon alles. Genau, 2 Truhen. Und hier war ein Nifflerbauch. Ja, Niffler haben wir mehr als genug schon. Ist nur noch das eine. Herzgewölbe. Wölfe! Okay. Das sollte ich untersuchen. Oh, wieder ein Schachbrett. Na, sowas. Kann das passieren? Okay, also die Story mit dem letzten Schachbrett. Guckt euch die letzte Folge an. Mann, Mann, Mann. Okay, wir haben einen Stuhl. Das ist wenigstens offensichtlich. Lass mal kurz gucken. Wir sind weiß. Schwarz ist fast matt gesetzt. Das ist die Queen. Königin oder Dame macht hier matt. Und wir haben einen Springer, der hier hinspringt. Das bringt keinen matt. Hier springt. Das heißt, der kann sich nicht hierhin bewegen, wird eh quer von der Königin. Achso, was haben wir denn überhaupt? Ein Springer. Also, der ist hier. Anders, nee, der bleibt stehen und ist hier. Das heißt, der König kann sich hier hinten nicht hinstellen. Er kann sich nicht hier 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 hinstellen. Bin ich gerade doof? Ist das nicht schon Schachmatt? Ich meine, klar, es ist noch nicht schachmatt, weil er hat noch 2 Läufer, mit denen er sich bewegen kann. 2 Bauern. 2 Läufer. 2 Bauern. Okay. Also bei den ersten 2 Schachbrettern hat sich erschlossen, was es ist. Wieso auch immer der Stuhl sich wieder selbstständig verwandelt hat, das hatten wir bisher noch nicht.
Keine Ahnung. Probieren jetzt ein. Wir probieren es einfach mal. So. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Nee, ich glaube nicht, dass es gefährlich wird. Also wir können hier den Bauern... Also die Bauern, die können auch nichts machen. Die können das auch nicht hinauszögern oder sowas. Weil der... Ja, okay, er geht jetzt eins vor. Toll. Grandios. Könnte ich mit dem König abfangen. Nach vorne. Ist gut, Stuhl. Ein Diagonal. Dann nach vorne hier hin. Kann nicht weg. Einziges, eins weiter, aber. Ist jetzt. Ach hier. Wingardium Leviosa. Ja. Gut. Ich habe den letzten Schritt getan. Viel Spaß, Stuhl. Wie immer gilt, wir spielen ohne Guide. Bis auf das eine Mal mit den unverzeihlichen Flüchen. Das ist ja ein großes Netz. Gibt's hier auch irgendetwas? Eine große Spinne gibt's hier. Nein. Ich versuche es immer bei den Tieren zu vermeiden. Bringt auch nichts. Du bist widerlich. Schnauze. Es ist eine Spinne. Ein sehr wertvolles Tier. Okay, der eine ist leicht ausgesaugt, der andere... Den Typen, den hatten wir in der vorletzten Folge, lag der in irgendeinem Schatzgewölbe. Einfach so rum. Was aber viel lustiger ist, dass eigentlich diese Art von diesen Spinnen, die gerade gestorben ist, die hat erst Hagrid in den Wald gebracht. Naja. Story ist hier sowieso nicht so ganz. Aber die Entwickler mussten ja auch ein bisschen Kompromisse eingehen. Okay, dann. Turbo-Modus. Schwarz-Weiß-Denken zeugt meiner Meinung nach, abgesehen von Spinnen, die zu den anderen. Echt wunderschön. Echt hübsch. Also immer... Ich schaue mir gern immer die Landschaft an, weil die ist wirklich super schön gemacht. Oh, welch angenehme Überraschung. So, wieder das gute Zeug. Wie Sauron sagen würde. Also falls wir das zusammensetzen müssen, auch wenn es massiv Clipping-Fehler hat, wäre es das erste Mal. Okay. Mussten wir zusammensetzen. Wo sind die mindestens ein bis zwei anderen? Ja. Meine kleinen Fupa, die Furbies, die sind mit die coolsten Tierwesen. Und vor allem im Tiergehege kommen die immer, also wenn ihr etwas haben wollt, was im Tiergehege euch immer freundlich entgegenkommt, immer freundlich drauf ist, euch fast anlacht, nehmt euch ein Furby. Privet. Hm.
Also man kann sie looten, bevor sie verschwinden. Das ist Tempo. Rebellion. Wo ist das dritte Teil? Das ist echt hübsch. Aber das bringt mir leider nichts. Ist es nicht am besten, sich auf unbekannten Wegen auf sein Gespür? Jetzt wirst du büßen. Bis hin! Deine auszufahren. Hier! Komm, trink! Defendo! Bombarda! Hey, Doktor! Protego! Stufo! Defendo! Hey, Doktor! Defendo! Stufo! Defendo! Protego! Jetzt wird's spaßig! Akio! Defendo! Niemand erledigt einen von uns und überlebt es! Also ich habe jetzt einen erlegt, jetzt habe ich noch einen zweiten erlegt und ich habe es immer noch überlebt. Na, eigentlich könnte man einen Reim oder ein Lied draus machen. Kiste. Repar! Mich nicht klein. Grün ist das Licht, die Prüfung ist dicht. Aber hatte ich bisher noch nicht diese Art von Prüfung. Na komm. Ob sie sich jetzt wieder 100-mal wiederholt gefühlt. Upa, das Upa waren da hinten, das war ein Knuddelmuff. Dann noch hier. Ah, Kobolde. Einmal du. Dann einmal du. Und du. Und du. Und dann machen wir das da. Oh, da ist noch einer. Und noch einer. Kommt die denn alle her? Okay. Probleme erkannt. Probleme gebannt. Ranrock ist leider nicht mehr unter uns. Wir haben ja die Hauptstory schon durch. Gut. Dann. Auf zur Flohflamme. Letzte Flohflamme hier in dem Gebiet. Die noch nicht erforscht ist, erkundet. Maroon Wien Brücke. Schade. Warte. Aufhören! Ich habe Höhenangst! Defendo! Na gut. Hätte ich gerne über die Planke geschickt, aber leider hat es nicht funktioniert. Nicht so wichtig. Nächstes Mal. Rebellion. Jeder Besser ist, als hier Wache zu halten. Wieder nur ein Mega-Power-Trank und wir haben schon 25. Das ist das Limit. Und was bist du da unten? Moment. Ach, da. Ist da jetzt mal Felium? Kurz, aber nicht. Hast du Blut?
Rücken. Wir haben sogar eine Duellleistung abgeschlossen. Aber was ist jetzt das hier? Okay, also wir haben... Wo ist die dazugehörige Prüfung? Nein, das ist nicht die Prüfung, das war nur eine Allraune. Ah. Da ist ein Händler. Ich kann ja den Händler erstmal anquatschen. Was der so hat. Ah. Interessant, ein Klon von dem Herrn, der hier steht. Wo war das? Hier. Rohan Prakash. Wie heißen Sie, Herr? Auch Rohan Prakash? Nee? Sehen Sie sich um. Gut, guter Mann. Dann kaufen wir Ihnen jetzt den Besen ab, damit wir nicht nochmal herlaufen müssen. Kaufen den anderen Plunder, den wir nicht mehr brauchen. Ja, und die Sachen müssen wir immer noch. Vielen Dank. Hoffentlich bis bald mal. Flugmeisterbesen. Nein. Konnten doch irgendwo. Moment. Ausrüstung. Ja, Flugmeisterbesen. Wir haben Blitzschnellbesen. Ach, Tänzerbesen. Und wir nehmen jetzt den da. Mit einem Töpfchen oder so. Flugmeisterbesen. Das könnte ich sicher auch. Nee, könntest du nicht. Da ist die Kugel. Was? Rebellion. Da ist eine Truhe. Mit einem Schaden. Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. Okay, das heißt, wir müssen das Ding jetzt da einlochen und nicht unbedingt ins Wasser stürzen lassen. Eieieiei. Ja, mal gucken. Okay. Lass einmal über die Kante. Da hat man schon die Hälfte der Strecke geschafft. Nein, 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 nicht ins Wasser. Wasser, nicht ins Wasser, nicht ins Wasser, nicht ins Wasser, nicht ins Wasser. Okay, so, jetzt müssen wir zur Flagge. Die Flagge haben sie gut hingesetzt, ein guter Anhaltspunkt, auch wenn es die Sache leichter macht. Also immer, wenn ihr irgendwie stecken bleibt, also irgendwo drüber müsst, dann einfach Descendo. Descendo, obwohl eigentlich Descendo sagt nach unten. Aber nein, hier bei den Steinkugeln ist das da oben. Das war gar nicht so knifflig, Merlin. Also ein kleines Stück angehoben. Was eigentlich die Aufgabe von Leviosa wäre. Aber nein, hier nicht. Gut. Haben wir sogar mehr geschafft als... Wir haben hier noch eine... Ort alter Magie. Okay, da müssen wir noch mal kurz Turbo-Modus und zurück. Rebellion. Wir haben dort eins über uns und das dritte
Keine Ahnung. Das ist ja Blast. Liegt immer noch etwas. So, 2 Gold. Ui. 2 goldene Dublonen. Eins. Neunundvierzig. Meine Mutter. Wenn nicht noch einmal. Bis. So, ist der andere. Der andere ist irgendwo weit geflogen. Also, er kann jetzt fliegen. Hat seine erste Flugstunde gemacht. Alohomora. Offen. Und die Frage ist jetzt, wo ist die dritte? Das ist ja cool. Auch noch sowas. Landeplattform-Herausforderung. Also die Herausforderung besteht darin, eine zu finden, sich drauf zu stellen, zu warten, bis der Kreis sich gedreht hat und brennt. Irgendwas... Nee, das ist ein Troll. Wir müssen leider noch 4 Trolle töten. Wo ist die dritte Stelle? Also mich stört das richtig, dass man mit hier wirklich nur rechts, links. Aber nicht auf und ab. Sobald man fliegt, ist die Kamera festgetackert. Also es macht halt das typische Geräusch. Rivelio. Ausguck hier hat was von Assassin's Creed. Irgendwo wieder an einem Pfosten hängen und dann runterspringen. Hat auch was davon. Okay, na dann. Blup. War nicht so graziös. Wenn Professor Fink das nur gesehen hätte. Okay. Na dann haben wir hier alles erledigt und wir können jetzt hier rüber. Falsche Taste.
erkunden mal fix den ganzen Bereich hier. Ich hoffe, dass wenn wir hier einfach der Straße folgen, wir das komplette Gebiet aufgedeckt haben. Hier links ist auf jeden Fall etwas. Oben drauf ist auch etwas. Sieht interessant aus. Ein Schatzgewölbe. Den Milchshake mit den Kühen haben wir schon gemacht. Alohomora. Also immer trotzdem nachgucken, ob es nicht noch irgendetwas anderes geben könnte. Ein, zweimal ist es vorgekommen, also bevor man etwas auslässt, lieber noch eine Taste mehr drücken. Wilderer weniger in unserer Welt. Rivelium. Ich wollte schon sagen, wo sind meine Popel? Rollpopel, lecker. Aber was viel wichtiger ist jetzt, wo ist der Würfel? Der Würfel, der hier auf die Plattform gehört, damit sich hier diese Steine bewegen. Das sollte ich untersuchen. Ein Quidditch-Koffer. Ach so, das ist ein Übungsfeld. Cool. Rivelio. Da ist der Würfel. Vielleicht hätte der Kleine wow. Neulich im Wald Hufspuren entdeckt, die garantiert von einem Einhorn sind. Stell dir nur vor, was... Viel. Confringo! Du bist erledigt. Ich bälle dich nur im Wasser auf. Komm, trink! Erfahre dir dann! Okay, Würfel im Grab. Jo. Wieso nicht? Okay, dann laufen wir den Berg rauf damit. Und da ist ein Frostzeichen drauf, also nochmal Frost rausholen. Und Tür geht auf.
Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Bisschen Wasser. Okay, also wie immer, der Steinhaufen liegt dort. Durch Bewegen wird er dorthin bewegt, dann kann man oben rauf. Auch immer er sich gerade festgehalten hatte. Revelio. Hat er jetzt wirklich alles aufgedeckt oder nicht? Wir haben hier ein Trollversteck, hier haben wir Straßenköterverstecke. Das ist alles jetzt nicht so wild. Also wir müssen rüber. Hart rechts. Oder auch Steuerbord. Mal irgendwo in Feri. Wer hier wohl gelebt hat? Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Jetzt brauchen wir Lumos. Lumos. Nur noch gucken, wo die... Da ist einer. Wo ist der? Da ist der dritte. Okay. Das heißt, was wir jetzt noch benötigen, sind Glühwürmchen. Da ist schon mal einer. Lumos. Jetzt brauchen wir nochmal irgendwo nochmal welche. Und da sind sie auch schon. Zack. Schlecht in die Landschaft gesetzt. Bombarda! Lumos! Da wäre selbst Merlin stolz. Wieder eine Prüfung fertig. Wir können ja hier warten. Wartet mal. Und uns mal angucken, wie die... Wenn wir schon Sightseeing machen und so oben auf dem Hügel sind. Auf dem Berg. Ist das neblig. Ich würde halt gern wissen, wie weit man gucken kann und ob man dort auch noch etwas sieht. Aber ich glaube, das wird jetzt ein bisschen dauern, bis ich das wieder hier gelegt hatte. Ich kann ja gerne nochmal später kurz wiederkommen. Genau, wir haben hier noch eine Schatzhöhle. Bezauberte Hecke. Genug.
Ja, ich glaube schon. Es ist zu spät, um deine Fehler einzusehen. Alohomora. Wieder geöffnet. Sieht interessant aus. Revelio. So ein Festketten. Ich finde es nur albern, dass hier Fenster drin sind. Obwohl wir relativ tief unter der Erde sind. Was war das denn? Ihr könnt ja schnell zurückspulen, aber ich hätte jetzt gesagt, erstens war da keine Kiste, zweitens sah das aus wie Schmetterlinge, denen man folgen soll. Und wir haben auch gelöst. Ah, hier ist es. Hier geht's weiter. Hier ist es weg. Hier. Hier ist es auch weg. Hier. Okay. Das hatte ich... Wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube einmal hatten wir das. Das ist aber schon sehr lange her. Gut, dann fliegen wir nochmal hier hoch zu dem Aussichtspunkt. Und lustig, dass anscheinend in diesem Töpfchen irgendetwas blau gekocht wird. Zweifellos schon lange verlassen. Sieht echt hübsch aus. Ja, ein bisschen. Incendio. Incendio und... Okay. Oh, jetzt sind wir... Das ist aber ziemlich groß. Das ist wie eine Burg oder ähnliches. Hier nochmal gucken. Wir haben hier... Nein, wir haben hier immer noch ein Stück nicht aufgedeckt. Das ist ja echt... Tunnelmuffbau. Drehen noch mal ein Stück. Seht ihr? Hier ist ein Haus. Ranrocks Vision von der Herrschaft der Kobolde. Habt ihr das gesehen? Ich sehe den Drachen nicht mehr. Wo ist er hin? Das meine ich damit. Man kann nicht hoch. Man kann nicht hochschauen. Oh, und dann kann man auch nicht mal absteigen. Wo ist der Drache hin? Wo ist er hin? Normalerweise sieht man ja immer irgendwo einen Drachen über die Landschaft fliegen.
Und wir waren wahrscheinlich Zeuge gerade, wie er sich seinen Snack geholt hat. Cool. Ein kleines Häppchen, nicht? Also so zwischendurch. Nur, dass er den irgendwie... Das arme Rind hing ja nur irgendwie so am... Was ist denn hier los? Irgendwie an Seilen oder sowas, aber nicht... Okay. Ein bisschen creepy. Wenn hier so eine Quelle uralter Magie ist und dann drei Katzen, die dich zur Tür führen. Zwei sind oben. Hallo, Homo. Auf da die Tür. Exo will rein. Revelio. Contringo. Ja, ganz schön Zeug hier. Ach hier. Wingardium Leviosa. Auf dem Klo. Geh aufs Klo und zwischen dir und Gott ist alles wieder geregelt. Achso, sprich noch drei Ave Maria, das hatte ich mal vergessen. Down of the Dead. Ah, ich muss dringend. Ja, ich musste dringend. Hände waschen muss warten. Ich kann hier nicht fliegen. Mega cool. Okay, dann. Komm her, mein Freund. Wingardium Leviosa. Das geht. Ah. Ein Topf. Von einem Topf runtergeworfen zu werden, ist ja auch genial, oder? Aus dem Weg. Rivelio. Och, da war was. Aber dachte mir schon, das können wir nicht einsacken. Weil es verbuggt ist, wie so oft. Dass irgendetwas in der Wand liegt. Hinter einem Stein, unter einem Stein. Das war nicht allzu schwer. Ich möchte einfach springen. Genau. Danke. Schön. Einfach nur raus. Na, hat doch funktioniert. So, jetzt probieren wir aber noch Alraun. Okay. Mit diesem wissenschaftlichen Erkenntnis, dass die Tiere es nicht mögen, beenden wir Folge 53. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, bleibt gerne noch dran. So viele Folgen werden es nicht mehr.
Wir sehen uns dann zu Folge 54. Bis dahin, euer Exocron. Hühnchen.